Hi, ich bin Gray Young. Herzlichen Dank, dass du dich entschieden hast, dieses Video zu gucken. Heute geht es um ein ganz besonderes Thema, etwas delikat. Es geht darum, dass ich am 11.11. arbeitslos geworden bin. Jo. Das ist die ungeschönte Wahrheit und ich habe lange darüber nachgedacht, ob ich dieses Video bringen kann. Und es gibt viele Argumente, die dagegen sprechen, es gibt viele Argumente, die dafür sprechen. Dadurch, dass ich am 11.11. gekündigt wurde und heute ist der 29.12., kann man nicht sagen, dass ich das einfach ad hoc entschieden hätte, sondern ich habe mir wirklich lange Gedanken gemacht. Und natürlich kann man sagen, vielleicht ist es nicht so gut für einen zukünftigen Arbeitgeber, wenn er dann irgendwann dieses Video sieht. Oder vielleicht für den Arbeitgeber, der mich gekündigt hat, vielleicht sieht er dieses Video auch nicht gerne. Aber da es ja kein Video sein soll, wo ich jetzt drauf losbashe und meinen letzten Arbeitgeber in den Dreck ziehen will, sondern es geht ja in diesem Video einzig allein um mich. Ich habe festgestellt, dass ab dem Moment, wo ich gekündigt wurde, man sich echt scheiße fühlt. Man fühlt sich schuldig, man schämt sich auch dafür, arbeitslos geworden zu sein. Und das ja, macht sich in vielerlei Hinsicht halt bemerkbar. Und es ist auch ein Tabuthema und deswegen habe ich mich dazu entschieden, dazu ein Video zu machen, um das Tabu ein bisschen zu brechen, all jenen zu sagen, die in dieser Situation sind, wie ich es bin, glaubt an euch, gebt nicht auf und vor allem schämt euch nicht, arbeitslos zu sein. Also in diesem Video möchte ich verschiedene Aspekte beleuchten. Es geht einmal darum, dass ich, und das muss ich für mich auch machen, um das einfach besser zu verarbeiten, wie habe ich den Tag der Kündigung für mich selber erlebt. Dann, was waren so die ersten Schritte, um Richtung Arbeitslosengeld zu gehen? Was muss man beachten? Welche Fristen gibt es? Wie war der Tag beim Arbeitsamt? Und. Also darüber möchte ich sprechen. Das sind eigentlich die zwei großen Aspekte. Das heißt, wie geht es mir damit? Was nehme ich da für mich mit? Und was gibt es alles so zu beachten? Der 11.11. seit, also vor Berlin, und ich bin ja erst seit im vierten Monat Berliner, ja, habe ich in Düsseldorf gewohnt, im Rheinland und ich habe 8 Jahre lang am 11.11. die Puppen tanzen lassen und habe den Beginn der Karnevalzeit gefeiert, sodass ich eigentlich schon ein bisschen mit meinem Schicksal gehadert hatte, das dieses Jahr nicht tun zu können und bin am 11.11. zur Arbeit gegangen. Man muss dazu sagen, dass ich ja nach 8 Jahren, über 8 Jahren bei L'Oreal, wo ich 3 Jahre Senior Product Manager für Fragrances war und 5 Jahre als Communication Manager bei Urban Decay, einem Make-up-Brand, angestellt war, dass ich für diese neue Firma, also auch eine Make-up-Brand, hier in Berlin, ja alles aufgegeben habe. Also ich habe der Umzug, den habe ich selber bezahlt, ich bin in eine Wohnung gezogen, dort war keine Küche drin, ich musste mir eine Küche kaufen und das war einfach schon sehr risikoreich und dessen war ich mir bewusst. Ich habe jetzt, sag ich mal, 8 Jahre lang echt ein mega tolles Leben gehabt bei einem Weltkonzern mit mega geilen Kollegen. Das muss ich jetzt auch rückblickend nochmal sagen. Also alle, die bei L'Oreal noch sind, ihr macht den Laden so besonders, wie er ist. Und die Zeit möchte ich auch nicht missen. Ja, und am 11.11. hat das mich nun mal getroffen. Und natürlich hat man auch ein ungutes Gefühl, wenn man so zurückdenkt dann oder an die Kollegen, an die ehemaligen Kollegen, wenn ihr jetzt dieses Video seht. Also macht euch bitte keine Sorgen, ja, also mir geht es gut, weil ich sage immer, ich habe es ja so gewollt. Also nicht, dass ich jetzt arbeitslos bin, sondern ich habe mir jetzt ausgesucht, L'Oreal zu verlassen, um ein neues Wagnis einzugehen, um ein neues Abenteuer anzufangen. Und ich wollte immer schon in Berlin arbeiten und leben. Und als dann diese Chance kam, als Brand Director für eine Make-up-Brand nach Berlin zu gehen, musste ich zugreifen. Das Lustige ist, dass als ich die Vertragsgespräche und die Interviews geführt habe, offen gestanden und man könnte sagen, ja, jetzt kannst du ja so reden, aber es ist wirklich so, ich hatte schon so eine Vorahnung. Und dieses berühmte Bauchgefühl, das war in mir und es hat aber auch zu mir gesagt, dass selbst wenn das Abenteuer Berlin in erster Instanz scheitert, dass es trotzdem gut ist, hier zu sein. Und das ist ein Glauben, den lasse ich mir auch nicht nehmen. Aber ich wollte erzählen, wie das genau passiert ist. Genau, also am 11.11. war immer der Start, um die Kölschgläser hochzuhalten. Aber naja, dass man am 11.11. gekündigt wird, ist natürlich auch was ganz anderes. Also, ich will es kurz halten, weil ich auch nicht viel schneiden möchte, damit es möglichst authentisch auch rüberkommt. Das ist jetzt hier keine Scripted Reality oder so. Am 11.11. bin ich zur Arbeit gefahren. Hab meinen Laptop aufgemacht morgens und hatte einen Termin drin für 17.30 Uhr mit dem Betreff Feedback. Da habe ich mir ja schon so meine Gedanken gemacht und
die ich mir machte, das war auch das, was dann am Ende passiert ist. Also um kurz vor 17.30 Uhr, als ich den Termin hatte, schrieb ich noch einem Kollegen per Slack, das ist sowas wie Skype, ich glaube, ich werde gleich gekündigt. Und der Kollege meinte so, nee, Feedbackgespräche sind ja an der Tagesordnung, mach dir mal keine Sorgen. Naja, kaum hatte ich meine Antwort darauf wieder zurückgeschickt, poppt ein anderes Slack-Fenster auf und mit der Bitte, dass ich bitte in den Meetingraum komme. Und ich so, ich bin unterwegs. Auf dem Weg dorthin ging mein Puls schon, sag ich mal, über das Normallevel weit hinaus. Ich habe die Tür aufgemacht und dort saß meine Vorgesetzte plus ihr Vorgesetzter, wir zu dritt in einem Raum. Da war mir natürlich klar, was jetzt hier passiert. Und ja, ich wurde gekündigt. Das Kündigungsschreiben lag schon vor mir. Mir wurde gesagt, dass man ja weiß, dass es ja nicht so einfach für mich gerade ist mit dem Umzug und Co., sodass man mir, obwohl ich in der Probezeit bin, obwohl ich die Probezeit nur 2 Wochen Kündigungsfrist beinhaltet, man mich noch bis Ende Dezember weiter bezahlt. Das wäre in der Situation jetzt erstmal schon irgendwie erleichtert. Das war auch etwas, womit ich gar nicht gerechnet habe. Hab im Zuge dessen dann auch direkt die Kündigung unterschrieben. Wobei das mein erster Tipp ist, wenn ihr gekündigt werdet, unterschreibt den Vertrag nicht direkt. Oder den Aufhebungsvertrag. Nehmt das Schriftstück, geht nach Hause und lasst es nochmal von einem Rechtsanwalt checken. Denn man weiß ja nie, also wenn man schon die A-Punkt-Karte hat und durch diese Kündigung durch muss, so sollte man zumindest das Maximum an Monetärem für sich dabei rausholen. Und das ist das, was ich mir so ein bisschen vorwerfe. Also ich habe mir gesagt, okay, vertraglich hatte ich nur 2 Wochen Probezeit. Wenn ich das jetzt mit nach Hause nehme, den Aufhebungsvertrag oder die Kündigung das nochmal checken lasse, viel mehr wird da ja nicht drin sein. Es war ja schon kulant, dass ich noch bis Ende Dezember fortbezahlt wurde, aber trotzdem, das macht man so eigentlich nicht. Das heißt, meine Empfehlung ist, wenn ihr gekündigt werdet, erst recht, wenn es nach der Probezeit ist, unterschreibt nie sofort diese Kündigung. Ja, insofern habe ich in der Schocksituation das Schriftstück direkt gegengezeichnet. Eine Kopie behält ja der Arbeitgeber, eine behält man selbst. Und ja, dann habe ich mich nochmal dafür bedankt, dass ich noch 1 Monat weiter Gehalt bekomme. Ja, habe mich verabschiedet, bin an meinen Arbeitsplatz, habe meinen Laptop zugeklappt, davor noch mit meiner Vorgesetzten 2, 3 Projektstarti mit ihr geteilt, damit es mit den Projekten, so ich nicht mehr da bin, dann, sag ich mal, effizient, die noch fort und zu Ende geführt werden können. Also das habe ich mir dann nicht nehmen lassen, wollte dann schon mit gehobenem Haupt diese Firma verlassen. Ja, habe den Badge, den man braucht, um halt morgens halt reinzukommen ins Office, hab den genauso dagelassen wie ihm diesen Laptop und dann war das Kapitel Abenteuer Berlin erster Job ad acta gelegt. Und das werde ich so nicht vergessen, also das war so nicht geplant und es war ein Schock. Also allein dessen, dass ich schon direkt die Kündigung unterschrieben habe und ich hatte natürlich die Tränen in den Augen, weil ich war geistig schon darauf vorbereitet, dass sowas passieren kann. Das kam jetzt nicht wie vom heiligen Himmel gefallen, also sowas weiß Gott nicht. Offen gestanden hatte ich schon so eine leichte Intuition, so das typisch wohlumworbene, wohlbesprochene Bauchgefühl hatte ich, das mir gesagt hat, als ich in den Interviews war, als ich einen Vertrag unterschrieben habe, dass es ein Restrisiko gibt und dass es problematisch werden könnte. Das wusste ich. Aber ich wusste auch, wenn es so kommt, dass ich gekündigt werde, ist es trotzdem gut, nach Berlin gegangen zu sein. Ja, und jetzt sitze ich hier im Prenzlauer Berg in Berlin, wo ich immer sein wollte und ja, bin noch erwerbstätig, aber freigestellt bis Ende Dezember. Heute ist der 29.12. und zum 01.01.2020 habe ich mich arbeitslos gemeldet. Ja, und das war so ein Knaller, Silvesterknaller, also ich würde sagen, schafft es ab. Ein Stadtfeuerwerk für jede große Stadt, das war's. Also diese ganzen Vollhorst und Idioten, die meinen, sie müssten böllern, unglaublich. Riecht mich echt nur auf. Da ich davon ausgehe, dass auch viele dieses Video gucken, die bei L'Oréal noch meine Kollegen waren oder mit mir da zusammengearbeitet haben oder die mich so oder so kennen, macht euch keine Sorgen, mir geht's gut. Und alle, die sich fragen und nur eins wissen wollen, warum wurdest du gekündigt? Ich habe mich entschieden, ich möchte dazu gar nicht viel sagen. Ich möchte nicht meinen aktuellen Arbeitgeber hier in Berlin bashen oder schlecht über ihn reden oder in den Dreck ziehen. Das ist nicht meine Art. Ich finde immer, wenn etwas schief geht, soll man erstmal selber drüber nachdenken, welchen Anteil hat man selbst, dass es dazu gekommen ist. Das habe ich jetzt die letzten Wochen gemacht. Und insofern glaube ich, ja, war es eine Art Missverständnis. Ich für mich
kann als Fazit nur ziehen, dass wenn man nach 2,5 Monaten in meiner Funktion als Brand Director gehen muss, ich meine, was soll ich sagen? Also per se kann man sagen, eine Person braucht 6 bis 12 Monate, bis sie sich in einen neuen Job eingefunden hat, um das volle Potenzial auszuschöpfen. Und wenn ich quasi schon gehen und meinen Hut nehmen musste in dieser kurzen Zeit, ja, konnte ich ja gar nicht beweisen, wie gut ich eigentlich bin. Und mehr möchte ich dazu auch gar nicht sagen. Ich habe jetzt, seitdem Jürgen Klinsmann bei Hertha BSC Trainer geworden ist, gucke ich immer die Pressekonferenzen, und dann kam es mir so in den Sinn, einen schönen Vergleich zu ziehen. Und zwar, angenommen, in meiner Funktion, die ich zuletzt hatte, ich würde mich vergleichen und sagen, ich bin ein Fußballtrainer, komme zu einem Verein und die wollen ganz nach oben. Und am Ende, ja, habe ich weder die budgetären Mittel bekommen, noch alles andere, um die Ziele überhaupt erreichen zu können. Und dann wird mir vorgeworfen, ich habe nicht performt, also geh bitte. Und so kam ich mir halt ein bisschen vor. Das ist so mein Fazit. Ich werde die Firma hier auch nicht nennen. Das tut auch gar nicht zur Sache. Ich weiß nur, dass ich für mich das Gefühl hatte, ich kann es machen, aber am Ende wurde mir die Chance genommen, das zu beweisen. Das ist etwas, was mir so ein bisschen stinkt an der ganzen Sache. Ich weiß aber auch, dass das Bauchgefühl und Leute, zweiter Tipp, ist der zweite, ist auch egal, hört auf euer Bauchgefühl. In dem Fall hat es mich ja nicht betrogen, weil ich wusste, es könnte so kommen oder es wird so kommen, und am Ende ist es auch so gekommen, aber es sagt oft die Wahrheit, und auch mir hat es die Wahrheit gesagt. Und ob es sich bewahrheitet, dass es trotzdem richtig ist, hier zu sein, werde ich erst in 2020 beantworten können. Aber ich glaube halt daran. Was ich noch mit euch teilen möchte, ist einfach dieser Moment, wenn man gekündigt wird, dann stellt man als erstes sich in Frage. Man hat das Gefühl, man hat selbst etwas falsch gemacht. Man ist selbst schuldig, man fühlt sich schuldig, man schämt sich dafür, auch mit anderen darüber zu sprechen, es deiner Familie zu sagen, das macht man nicht gerne. Aber ich kann nur sagen, ne, Leute, schämt euch nicht, arbeitslos zu sein. Seht es als Chance, so wie ich es auch jetzt versuche, als Chance zu sehen. Also ich beschäftige mich, seitdem ich natürlich auch mal länger schlafen kann. Ich gucke mehr Netflix als vorher, ich gehe mehr feiern als vorher. Und das alles nehme ich mir halt raus, weil ich 15 Jahre lang durchweg gearbeitet habe. Also ich habe vorher die letzten 15 Jahre komplett durchgearbeitet und quasi in den Staat reinbezahlt. Und deswegen fühle ich mich auch nicht schlecht, jetzt mal 2-3 Monate davon zu leben. Und insofern nutze ich die Zeit, mich selber zu hinterfragen, was ich wirklich will und was ich von meinem Leben möchte, und versuche, alles zu haben, aber keine Schuldgefühle. Gleichwohl man natürlich auch mit sich hart ins Gericht gehen sollte, um zu überprüfen, was hat man selber dazu beigetragen, dass es dazu gekommen ist, um es dann in Zukunft dann dafür zu sorgen, dass es nicht dazu kommt. Und in diesem Prozess bin ich gerade. Ich habe so 15 bis 20 Bewerbungen geschrieben in den letzten Wochen. Ja, da habe ich jetzt nichts Unterschriftsreifes rausbekommen. Also ich habe noch keinen direkten neuen Job in Aussicht. Ich hatte eine Woche nach der Kündigung ein Jobinterview für eine andere Beauty-Brand in Berlin. Und nach 2,5 Stunden hat man mir dort die Zusage erteilt, den nächsten Job zu haben. Auch in gleicher Funktion als Brandmanager dann. Und man wollte mich am nächsten Tag anrufen, um das Gehalt zu besprechen. Dieser Anruf wurde auf den Tag drauf verschoben. Dann hat man sich nicht mehr gemeldet. Kein Anruf. Auf meine E-Mail wurde nicht geantwortet. Ich habe eine WhatsApp geschrieben. Diese weibliche Person, den Namen und die Marke nenne ich nicht, hat sich nicht gemeldet. Und das fand ich einfach schon krass. Also, wie man so respektlos umgehen kann. Insofern war ich irgendwie auch dankbar, weil was soll ich ja mit jemandem ein Arbeitsverhältnis eingehen, der sich so verhält? Das heißt, die können mir echt am Puckel runterrutschen. Das habe ich nun wirklich nicht nötig. Und ja, das war auch nochmal so eine Erfahrung ganz besonderer Art. Und ja, jetzt bin ich hier in Berlin, im Prenzlauer Berg. Ja, arbeite an meiner Zukunft. Es deutet sich da was an. Über ungelegte Eier soll man nicht sprechen. Das wäre auch im Beauty-Bereich für eine Company, die sehr, sehr nachhaltig agiert, organisch, vegan ist, cruelty-free sowieso. Und einfach alles, was viele sein wollen, aber die sind es wirklich. Und wenn das klappen sollte, Leute, dann bin ich wieder der glücklichste Mensch und Mann auf Erden. Aber wir werden sehen. Wusstet ihr zum Beispiel, dass im November 2019 in Deutschland, ich glaube, 4,7% arbeitslos gemeldet sind? Und ich bin jetzt gerade einer davon. Ja. Und das fühlt sich scheiße an. Also gerade scheiße, weil ja man auch denkt, man hat es irgendwie
verbaselt. Man hat einen ganz sicheren Job, den Laufpass gegeben, hat das Abenteuer gesucht und sitzt jetzt in der Scheiße. Aber so ist es. Und ich kann es jetzt auch nicht ändern. Und wenn ich jetzt im Februar oder auch im März einen neuen Job anfange, dann ist ja alles gut ausgegangen. Und dann mache ich 3 Kreuze, weil einfach mal so 1, 2, 3 Monate durchzuatmen, das ist ein Luxus. Also ich erlebe das als Luxus. Und mein Kampf ist immer der, es mir zuzugestehen, diesen auch genießen zu können. Und natürlich schaue ich mich um nach neuen Jobvakanzen, aber ich bin auch dabei, es zu genießen. Und das lasse ich mir per se auch nicht nehmen. Ja, insofern sitze ich hier. Das Witzige war, ich hatte am Abend des 11.11. ein Dinner ausgemacht, wo ich mit einem Fotografen, den ich für den letzten Job gesucht habe, quasi mit ihm das alles durchsprechen wollte, wie das Shooting am Tag drauf ablaufen soll. Und natürlich, dieses Dinner habe ich trotzdem wahrgenommen. Das wurde dann kein Gespräch über den Job am nächsten Tag, sondern es ging eigentlich nur um meine Kündigung. Aber ja, danke Markus, dass du an dem besonderen Abend für mich da warst und mir auch neue, viele Möglichkeiten aufgezeigt hast und mir immer wieder eingeredet hast, auch an mich selber zu glauben. Das hat mir sehr viel bedeutet und ja, ich freue mich, dass wir dadurch so eng in Kontakt getreten sind. Dafür danke. Am Tag drauf, beziehungsweise in der Nacht am 11.11. habe ich mich auch direkt online arbeitssuchend gemeldet, was ganz, ganz, ganz wichtig ist. Also sobald du gekündigt wurdest, sobald du auch nur eine Idee davon hast, dass du erwerbslos wirst, musst du dich arbeitssuchend melden. Tust du das nicht, kann es sein, dass dir das Geld versagt wird und du eine Sperrfrist bekommst. Ich hatte halt so ein komisches Bauchgefühl, als ich das online ausgefüllt hatte, dass ich am Tag drauf nochmal beim Arbeitsamt angerufen habe. Und ja, das Bauchgefühl hat mich auch da nicht getäuscht, weil das wurde online irgendwie nicht übermittelt. Und das wäre ziemlich kacke gelaufen sonst. Aber dann habe ich es nochmal parallel mit der Dame am Telefon ausgefüllt und ja, jetzt bin ich offiziell arbeitssuchend gemeldet. Und die Dame sagte mir, dass man bis zum 3. Tag der Erwerbslosigkeit, also am 3. Tag spätestens persönlich beim Arbeitsamt erscheinen muss, um vorzusprechen hat. Wenn man das nicht tut, kriegt man nicht das Arbeitslosengeld 1. Und ich solle bitte nicht bis zum 1., 2. Januar warten, weil dann würde da die Hölle los sein, kann man sich denken. Insofern war ich vor 2 Wochen beim Arbeitsamt und habe mich arbeitslos gemeldet. Und ja, ich habe mir um 7 Uhr den Wecker gestellt an einem Mittwoch. Dachte mir natürlich am Anfang, ich könnte nochmal die Augen zumachen und ins Reich der Träume wandern. Aber nee, ich bin aufgestanden und bin zur Agentur zur Arbeit gefahren. Hier nach Pankow, habe dann dort erfahren, dadurch, dass ich studiert habe und auch ein abgeschlossenes Studium besitze, sogar 2, dass ich dann nach Berlin-Nord muss. War ich froh drüber, weil in Pankow bei der Agentur für Arbeit riecht so nach nassen Socken und nach nassem Hund. Es war einfach ekelhaft. Deswegen war ich irgendwie froh, bin 40 Minuten mit der S-Bahn nach Berlin-Nord gefahren. Dort habe ich mich angemeldet, meinen Perso abgegeben. Und dann sagt man mir, ich solle geradeaus links rechts gehen und dort im Wartebereich Platz nehmen. Dann habe ich gefragt, ja, kriege ich irgendwie eine Nummer oder so? Nö, sie werden namentlich aufgerufen. Ich so, oh krass. Dann saß ich da, habe natürlich ich Schlüssel in meinem Buch vergessen, was ich gerade lese. WLAN gibt es da nicht. Somit wurden die 2 Stunden sehr lang. Aber ich habe natürlich so ein bisschen die Leute beobachtet, die dort kamen und gingen. Ich wusste dann auch zu jedem, der aufgerufen wurde, wie er mit Nachnamen heißt. Was ich irgendwie krass finde. Ich meine, wir sind in Deutschland, reden vom großen Datenschutz. Und dann sitze ich dort und kann genau sagen, wer von den 35 Leuten wie heißt, der sich als arbeitslos meldet. Fand ich irgendwie krass. Ich bin ja mit dem Mindset dorthin gegangen. Ich bin arbeitslos. Ich schäme mich nicht dafür. Das war mein Mindset. Insofern hat es mir nichts ausgemacht. Aber das fand ich irgendwie komisch. Ich habe meine ganzen Unterlagen vorher gesucht, die Gehaltsnachweise, meinen Lebenslauf, Sozialversicherungsschein, mein Kündigungsschreiben, alles habe ich mitgenommen und brauchte davon nur meinen Lebenslauf. Weil mit der Sachbearbeiterin hat man dann quasi am PC, hat sie meinen Lebenslauf aufgenommen, also meinen Beruf hat sie im System nicht gefunden, mein Gymnasium gab es nicht. Also da kann man schon sehen, das ist auch nicht alles Gold, was glänzt da. Ne? Aber gut, dann habe ich meinen Arbeitsberater, Vermittler zugeteilt bekommen. Und den wichtigen Hinweis, dass ich, um Arbeitslosengeld zu beantragen, Arbeitsnachweise hochladen muss online. Habe ich Arbeitsnachweise? Nee. Und da kommen wir an so einen Punkt, wo ich wirklich, also das ist mein nächster Tipp, wenn du gekündigt wirst, so schlimm wie es ist, in dem Moment bitte lass deinen Arbeitgeber wissen, dass du ASAP, am besten sofort, den Arbeitsnachweis, das Dokument bekommst. Weil ohne dem kannst du kein Arbeitslosengeld beantragen. Also konnte ich auch nicht und das war scheiße. Insofern,
und man muss den Arbeitsnachweis für die letzten 3 Jahre erbringen. Somit musste ich erstmal meinem alten Arbeitgeber an L'Oréal eine E-Mail schreiben. Also spätestens jetzt weiß eh jeder, dass ich arbeitslos bin. Insofern kann ich das Video auch machen. Schöne Grüße. Und da möchte ich aber sagen, ich habe am Donnerstag die E-Mail geschrieben, am Freitag hatte ich meinen Arbeitsnachweis von L'Oréal schon in meinem Briefkasten. Und da muss man wieder sagen, da zeigte sich einfach, was für ein krass geiler Arbeitgeber L'Oréal ist. Das ist keine Werbung, dafür werde ich auch nicht bezahlen, ist einfach so. Und mein aktueller Arbeitgeber, von dem habe ich bis heute den Arbeitsnachweis noch nicht bekommen, und das ist scheiße. Weil ohne dem kann ich meinen Antrag nicht abschließen und im schlimmsten Fall, ja, habe ich keine Monetas ab Januar. Insofern hoffe ich, dass das Schreiben jetzt bald mal eintrifft, ansonsten muss ich wohl nochmal persönlich dort auftauchen. Beziehungsweise ich werde erstmal eine E-Mail schreiben, also den Gang will ich mir doch irgendwie ersparen. Das sind, das Prozedere, wie das vonstatten gegangen ist. Also ich sage nur, schämt euch nicht, arbeitslos geworden zu sein, aber achtet penibel auf die ganzen Fristen. Also sofort arbeitssuchend melden, online, bis zum dritten Tag der Arbeitslosigkeit, persönlich bei der Agentur für Arbeit vorsprechen, sonst gibt es kein Recht auf Arbeitslosengeld und man läuft Gefahr, dass man in eine Sperrfrist gerät. Das Arbeitslosengeld, es gibt einen Höchstsatz, das habe ich noch nicht bestätigt bekommen, das hat mein Freund gesagt, das sind so, ich glaube, 2221 netto. Das heißt, wenn man 1 Million verdient, kriegt man trotzdem nur 2,2 netto vom Arbeitsamt bezahlt und das auch nur für die ersten 12 Monate. Danach rutscht man in Arbeitslosengeld 2, auch als Hartz IV bekannt. Das will ich mal nicht hoffen, dass das passiert. Das sind so ein bisschen so die Key Facts, die mir auch nicht so geläufig waren. Und jetzt bin ich ja mittendrin. Und ich denke, es ist ganz cool, das mal so zu teilen, weil das ist schon ein bisschen so Allgemeinbildung. Und viele, ja, kennen das Wort arbeitslos, aber diese Dinge, die dann direkt mit sich kommen, die mitkommen, weiß man gar nicht. So, das ist meine Situation. Das heißt, ich bin ab Januar auf dem Arbeitsmarkt zu haben. Ich bin 41 Jahre alt. Ich habe Medienwirtschaft auf Diplom studiert, Kommunikationswirt an ein Abendstudium absolviert, habe im Fernsehen im redaktionellen Bereich gearbeitet, 3,5 Jahre in einer Werbeagentur, 3 Jahre in einem großen Verlagshaus in München in der Marketing- und Werbeabteilung. Ich war ein halbes Jahr in Madrid im Ausland bei Energizer Wilkinson. Ich war 8 Jahre bei L'Oréal und habe jetzt die letzten 2,5 Monate wirklich intensive Erfahrungen in einem Make-up-Startup gesammelt. Ich bin bereit, ja, wer auch immer dieses Video sieht und meint, ich könnte eine Vakanz ausfüllen, meldet sich bitte bei mir und ich muss nicht diese Kappe tragen. Leute, ich war beim Sport und deswegen habe ich, obwohl ich meine Haare sprießen lasse, gedacht, die Kappe ist dann vielleicht die schönere Alternative, mein Video zu verfolgen. Aber es geht auch ohne. Mein Hauptanliegen, weil meine Speicherkarte nur 30 Minuten umfasst und jetzt habe ich noch glatte 4, ist einfach nur, wenn auch du arbeitslos warst oder gerade bist, schäm dich nicht dafür. Nutze die Zeit, die dir gegeben wird, um über dein Leben nachzudenken, um zu erkennen, wo du vielleicht noch nacharbeiten musst, damit es dir in Zukunft besser geht. Überprüfe das, was du machen willst und go for it. Und ich glaube, wenn man dieses große Dilemma der Arbeitslosigkeit als Chance sieht, dann ist es gar nicht so schlimm. Also ich habe gut reden, weil ich darauf vertraue, dass es ab Januar, Februar, spätestens März bei mir weitergeht. Und wenn ich dann im März hier sitze, nochmal ein Video zu dem Thema mache und es ist nicht so gekommen, wie ich es wollte, dann ist auch egal. Aber das ist halt irgendwie so mein Mindset. Und insofern freue ich mich zu erfahren, wie euer Feedback zu meinem Video ist. Findet ihr es gut, dass ich darüber gesprochen habe? Hätte ich lieber meinen Mund halten sollen? Was sagt ihr dazu? Ich habe mich dazu entschieden. Schreibt es mir in eure Kommentare. Like dieses Video, das mag der YouTube-Algorithmus sehr gerne. Gönnt mir auch ein Abo und aktiviert die Glocke, damit ihr auch informiert werdet, wenn ich wieder ein Video hochlade. Ansonsten, wenn auch du arbeitslos gerade bist oder arbeitslos warst, teile doch deine Erfahrung mit mir und damit mit allen anderen. Lasst uns gegenseitig Mut machen, dass es da auch wieder einen Weg raus gibt und dass es weiß Gott Schlimmeres gibt, als arbeitslos zu sein. Und wenn du das Gefühl hast, du musst dich dafür schämen, schmeiß das Gefühl schleunigst aus deinem Kopf und schäm dich nicht.
Genieß die Zeit. Also so wie ich, seit dem 11.11. musste ich morgens nicht mehr früh aufstehen und ich hatte mir eigentlich vorgenommen, dass auch quasi eins das eins nicht passiert, dass ich zu lange schlafe und ich habe mich dabei ertappt, ich schlafe mittlerweile schon viel zu lange. Da will ich jetzt gegensteuern und jetzt trotzdem morgens um 8.30 Uhr jeden Morgen aufstehen, dann hat man auch mehr vom Tag. Insofern, ja, ich, Gray Young, bin gerade arbeitslos, aber ich tue alles dafür, dass es wieder bergauf geht. Ich schäme mich nicht dafür. Und ich sag danke, dass du mein Video angeguckt hast. Ich hoffe, das hatte die ein oder andere Info für dich, die du vorher noch nicht wusstest. Und ich sage und beende das Video wie immer, lebt euer Leben, denn wir haben nur das eine, euer Gray.